ihr alle wolltet es ja. Ihr habt mir ja wirklich alle gesagt, dass ich Poppy Playtime spielen soll. Und deswegen mache ich es heute mal. Ich habe es mir also runtergeladen und werde heute das allererste Mal Poppy Playtime spielen. Ich kenne nichts über das Spiel. Ich weiß nur, dass es so ein Monster gibt, was mich auffressen will oder sowas. Naja, egal. Es wird auf jeden Fall richtig lustig. Lasst deswegen gerne ein Like und auch ein Abo da, wenn ihr wollt, dass ich noch irgendwie noch weitere Teile davon spielen soll. Und schreibt mir einen Kommentar. Und jetzt viel Spaß. So, da lief gerade schon ein Film. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind wir in einer Spielzeugfabrik unterwegs hier in Poppy Playtime. Oder diese Fabrik heißt Poppy Playtime. Und ich muss erstmal klarkommen. Ich spiel's halt wirklich echt das allererste Mal. Hab gar keinen Plan, was man hier machen muss. Ihr habt mir nur alle reingeschrieben, dass dieses Monster hier Hoogie Woogie habe ich es genannt. Das heißt aber Huggy Wuggy oder so. Ich habe es irgendwie falsch ausgesprochen, heißt. Und das muss, will mich irgendwie töten oder so. Das weiß ich. Mehr weiß ich halt nicht. Was genau wir hier jetzt machen müssen und so. Also was mir als erstes auffällt, ist auf jeden Fall, dass es ziemlich, ziemlich dunkel ist. Hier. Was ist denn hier? Hallo! Also wir sind hier auf jeden Fall in der Spielzeugfabrik unterwegs und ich glaube, wir müssen hier auf jeden Fall so Rätsel lösen. Poppy wants to play. Okay, Poppy möchte spielen. Hier sind schon so Farben, na, das ist ja überschaubar. Also ich denke mal, dass irgendwo hier so ein Farbencode sein wird, den wir da eingeben müssen. Ist das ein Spiegel oder ist das... Ah ja, hier ist der Eingang. Ach, guck mal, da ist so eine blaue Hand. Ja gut, also wir brauchen irgendwo so ein Farbcode oder... Alter, Dinosaurier. Also für die, die mich kennen, die wissen ja, dass ich Dinos liebe. Können wir hier rein? Ah, hier, Tier öffnen mit E, okay. Hier, die Bimmelbahn ist da, ja. Und was geht hier noch? Ist das schon eine Farbe grün oder was soll das hier? Boogie Bot. Ja, okay, okay, okay. Also ich würde jetzt fast als allererstes mal sagen, weil das ein bunter Zug ist, ist das sozusagen der Code. Sonst würde das hier nicht so rumfahren oder so. Blau, pink, gelb, rot. Hm, war das jetzt falsch? Blau, pink, gelb, rot. Pink, blau, gelb, rot. Hm, also ich habe den Code eigentlich genauso eingegeben, wie ich es dachte. Blau, pink, gelb, rot. Aber irgendwie will die Tür nicht aufgehen. Freunde, bevor es weitergeht, eine kurze Werbeunterbrechung. Die Ehrenmänner und Frauen von FlexiSpot waren nämlich so nett und haben mir einen kompletten, schön verstellbaren Schreibtisch zugeschickt. Den Schreibtisch kann man elektrisch von 58 auf 123 cm hochstellen. Er geht mega schnell und ist auch extrem leise. Den Tisch gibt es natürlich auch in ganz vielen verschiedenen Variationen. Natürlich auch mit verschiedenen Holzplatten. Ahorn, Bambus, Marmor, alles dabei. Ich persönlich habe Ahorn. Aber ich sag mal so, ich zeige euch das auf jeden Fall jetzt bald nochmal in meiner Setup-Tour. Die kommt jetzt bald. Da zeige ich euch den Tisch nochmal ganz genau. Also, wenn ihr zurzeit einen neuen Schreibtisch suchen solltet, dann checkt auf jeden Fall gerne mal den ersten Link in der Beschreibung ab. Jetzt passend zum Black Friday gibt es ein dickes Sale bei FlexiSpot auf der Internetseite. 33% fette Gewinnspiele, ihr könnt sogar noch einen gewinnen und vieles mehr, Freunde. Checkt auf jeden Fall den ersten Link in der Beschreibung ab. Danke, geht nochmal raus an Joseph und an FlexiSpot für die Möglichkeiten, für die Bereitstellung. Weiter geht's mit dem Video. Also, ich habe jetzt nochmal genau hingeguckt und diese Eisenbahn ist entweder blau oder grün. Deswegen würde ich sagen, ich probiere nochmal grün. Was war das jetzt? Grün, pink, gelb, rot. Also das probieren wir auch nochmal aus. Also grün, gelb, pink. Das rede ich. Also grün, pink, gelb, rot. Ja, und das war's auch. Sehr, sehr gut. Was haben wir hier? Ist hier irgendwas? Hier ist irgend so eine Maschine. Okay, hier haben wir so ein Band. Ah, okay, mit E kann man Sachen aufsammeln. Jetzt haben wir so ein Band aufgesammelt. Ich würde sagen, blau auf blau. Jo, passt da rein. Wir gucken mal. Und... okay, irgendeine Animation mit irgendwelchen Händen, die wir uns ziehen können. Ich nehme an, dass die das hier sein werden. Ah, guck mal. Ach, da fährt die Hand so raus. Okay, ja, gut zu wissen. Ja, gut, okay, habe ich gesehen. Das Ding wird es sein, nehme ich mal an. Und wie öffne ich das jetzt? Hier muss ich einen Stecker ziehen oder so. Öffnet das automatisch? Ich bin ein bisschen ungeduldig bei sowas. Aber egal, wir warten einfach mal kurz. Also es müsste schon gleich öffnen hier, der Spaß. Aha, also jetzt pünktlich fertig zur Animation fährt hier das Ding auf. Und da kann ich mir das jetzt nehmen. Ja, sehr gut. Und jetzt kann ich hier, bam! Ja, auf ganz entspannt. Jetzt kann ich hier auf jeden Fall mit dieser Hand so rumsteuern und so. Also ich kann mir anscheinend auch Sachen einfach so nehmen. Wie zum Beispiel hier das. Okay. Was ich mir jetzt vorstellen könnte, dass die Hand auf diese blaue Hand rauf muss, wo wir eben vorbeigegangen sind. Also sozusagen hier in dem Raum war das, glaube ich. War das hier? Da oben fährt doch die Bimmelbahn. Nee, ich glaube, das war dahinter. Hier war das, glaube ich. Ja, genau. Hier war die blaue Hand und ich glaube, das muss da so drauf, oder? Muss ich hier rüberspringen, oder? Ja, okay. Warte mal, so. Und ah ja, genau. Also man muss die blaue Hand drauf machen und dann geht das Ding auf. Ist echt übelst dunkel, ne? Ich erkenne das ja kaum. Da steht jetzt schon dieses Vieh. Huggy Wuggy. Okay, hi. Was geht ab? Alles klar? Aber ist ja alles gut. Der hat, was hat er hier in der Hand? Nichts. Ist einfach nur so ein... Guck mal, auch die Hände sind genau gleich wie die Füße. Er sieht schon gruselig aus, bin ich ehrlich. Also ich muss vorneweg sagen, ich kann solche Spiele echt nicht spielen eigentlich. Ich habe schon mal einmal oder ein, zwei Mal so ein Horrorspiel gespielt hier auf dem Kanal und habe mich jedes Mal zu Tode erschrocken. Ich hab echt Probleme bei sowas, Real Talk. Also ich muss da echt ein bisschen aufpassen. Deswegen gucken wir mal lieber. Der hatte jetzt gerade so einen Schlüssel, den habe ich mir da oben genommen. Ich denke mal, damit kann ich hier reingehen. Ah ja, damit konnte ich, glaube ich, jetzt hier die Tür aufmachen. Und jetzt kann ich hier, Mitarbeiter only, alles klar, gehe ich hier mal rein. Okay, egal, wir gucken mal weiter. Hier sind so Stromkästen.
Kann man hier irgendwas machen? Stromkästen aufmachen und so? Vielleicht kann man auch den Strom irgendwo anmachen oder so. Das wäre es halt auch. Hier vielleicht? Ja. Warte mal, das sieht so aus. Ah ja. Aha. Okay, es sieht so aus, als könnte ich so den Strom leiten mit meiner Hand oder so, ne? Und Randa, sehr schön. Ah, auf ganz entspannt. Damit ist doch der Strom wieder an. So soll das doch. Gehen wir wieder hier rüber und, hä? Wo ist denn Huggy Wuggy? Huggy Wuggy? Okay. Er wurde anscheinend raustransportiert. Anscheinend wird nicht mehr mit ihm gespielt oder so. Okay. Okay, alles gut. Gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Hier in diesen Raum rein. Machen wir mal auf hier. Also der Strom ist auf jeden Fall, aber das Ding ist, weil ich jetzt den Strom angemacht habe, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Huggy Wuggy auf einmal leben sollte, nur weil ich den Strom angemacht habe oder so. Guck mal, das ist anscheinend so diese Hinterkammer von so einer Spielzeugfabrik. Ne, sieht man das auch mal. Hier, was soll da hin? Soll man da drauf drücken? Nö. Aber ich glaube, da müssen so Schalter drauf. Guck mal, hier, das ist ja auch schon, das ist auf jeden Fall, ist da Strom dran oder so. Aber so richtig, da können wir da nicht hin. Ah ja, okay, guck mal, so funktioniert das. Also wir haben sozusagen so eine Batterie, die muss da rauf. Das heißt, ich denke mal, wir finden hier noch mehr Batterien, wie ich gesagt habe. Hier, nehmen wir die nochmal mit. So. Das ist immer so ein Scheinwerfer oder so, wenn ich das aufsammle. Ey, es ist so dunkel, ne? Ich erkenne gefühlt auch gar nichts. Hm, also irgendwo muss die Farbe hier liegen. Also hier kann man anscheinend auch seine Hand dran machen. Und da kann ich die Tür auch aufziehen. Sehr gut. Machen wir das doch mal komplett. So. Es geht hier so Kindermusik los oder sowas. Also eine Farbe fehlt auf jeden Fall noch. Ich kann mir halt vorstellen, dass die dahinter ist. Und man dafür das orangene Band braucht, was da rein muss oder so. Also ich habe jetzt wirklich hier schon ein bisschen rumgeguckt. Und ich habe das Ding jetzt hier einfach gefunden. Und zwar liegt das hier hinter. Also dass es hier einfach mal auch so auftaucht aus dem Nix. Da ist das grüne Ding. Jetzt habe ich es am Start. Und jetzt packe ich es mal da oben rein. Weil ich habe jetzt gerade eben noch gesehen, dass da oben der rote Handschuh ist. Und ich glaube, man kann den blauen und den roten haben, um sozusagen weiterzukommen. Und ich glaube, wir müssen gar nicht hier irgendwie eine orange Kassette reinpacken, sondern müssen einfach nur so den roten und blauen Handschuh daran packen, um weiterzukommen. Also, rauf hier mit dem grünen Ding und bam! Sehr schön, jetzt fährt hier irgend so ein Roboter los. Es ist ziemlich dunkel, aber immerhin hat der eine Taschenlampe. Ja, also sehr gut. Nimmt sich den roten Handschuh und, ja, macht da nochmal was. Perfekt. Ah, doch, er bringt mir das Ding, oder? Ich glaube nämlich, dass ich jetzt den roten Handschuh bekomme, so als zweites sozusagen. Sehr gut, da unten liegt er. Ist kaputt gegangen, das Glas. Dann nehme ich mir das Ding mal. Und ja, jetzt habe ich sozusagen einen roten und einen blauen. Ja, und damit kann ich hier anscheinend das aufmachen. Ich mache das mal so. Hier steht die Gefahr, auf gar keinen Fall reingehen. Das sieht doch so aus, als wollen wir da rein, oder nicht? Okay, komm, wir gehen einfach rein, würde ich sagen. Warte mal, hier, ich kann mir halt nur vorstellen, dass man hier irgendwie... Okay, warte mal, das soll man sich greifen. Ah, vielleicht da eine Hand hin. Warte mal, da vielleicht eine Hand hin, so. Ich komme hier einfach nicht weiter. Ich habe jetzt hier bestimmt 20 Minuten oder so mindestens versucht, um da drauf zu drücken oder da oben ranzukommen. Ich komme hier nicht weiter. Und dann sehe ich, nachdem ich hier wieder hochgehen wollte, einfach sehe ich hier einfach, dass man hier lang gehen kann. Und jetzt kann ich hier wahrscheinlich so rangreifen oder so. Und da ist wieder so ein Stromding. Also ich glaube, da muss ich auf jeden Fall Strom ranmachen, damit hier das Laufband irgendwie angeht oder so. Warte mal, guck mal, jetzt kann ich hier hoch. Mach hier so einen auf den. Geht das? Nee, das geht nicht. Das geht auch nicht. Irgendwo muss ich auf jeden Fall den Strom herbekommen. Hier. Ah ja. Okay, also daran. Und jetzt muss der Strom, glaube ich. Aber wo genau muss es jetzt hin? Oh Gott. Ich probiere nochmal. Vielleicht muss auch der Strom da hinten lang. Warte mal, wo war das jetzt? Hier unten muss der Strom vielleicht hier vorn. Da kann ich nicht hoch. Aber dann sozusagen zu dem roten Knopf, der jetzt da ist. So, da. Also, als allererstes hier ran. Jetzt würde ich sagen, das Ding muss hier ran. An diese Lampe da. Und jetzt vielleicht hier ran? Ja! Oh mein Gott, das war's. Okay, also jetzt auf jeden Fall der Strom hier wieder in diesem, bei diesen Laufbahnen hergestellt in der Fabrik. Aber, oh Gott. Ich habe echt Schiss, dass jetzt gleich dieser Huggy Wuggy irgendwo kommt oder so. Ich kann mir halt vorstellen, dass der hier irgendwo auftaucht. Aber ich weiß es nicht ganz genau. Egal. Was ist das denn? Oh Gott. Oh Gott! Das sieht so aus, als würde ich hier aus der Presse kommen oder sowas. Es kommen hier von überall so nicht Süßigkeiten, sondern so Spielzeuge runter. Hier lang. Ah, hier geht's raus. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank geht's hier raus. Endlich. Wo sind wir jetzt? Was steht da? Suche einen Freund. Okay, oder finde einen Freund. Aber, okay. Na gut, also das sehe ich nicht. Hier hoch kann man. Ja, man kann hier hoch. Ah, sehr gut. Gehen wir mal hier hoch, gucken mal, was da oben ist. Irgendwie muss man ja da hochkommen dann oder hochgehen anscheinend, ne? Ah, okay, kann ich mir rüberziehen den Weg. Sehr schön. Okay, wieder ein Stromkreis. Ich würde sagen, wir fangen an. Zuerst da lang. Ah, warte mal, hier kann ich abkürzen. Das heißt, jetzt ziehe ich mir einmal ganz kurz, den blauen Weg rüber. So, jetzt gehe ich hier einmal lang. Ich glaube, das sollte hinhauen. So. Aber wo denn jetzt? Guck mal, jetzt will das halt schon gar nicht mehr. Ich muss halt hier irgendwie rüberkommen.
Ohne, dass ich halt über dieses Ding hier, kann ich hier irgendwie über die Ecke springen? Oh, ja, das geht. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt hier lang. Und dann nochmal da lang oder so. Und jetzt hier ran einfach. Ah. Okay, fast. Also irgendwas mache ich noch falsch. Also die Hand muss, glaube ich, dieses Ding noch mitnehmen sozusagen. Dann springe ich hier wieder. Verdammt! Wo bin ich denn? Nein! Ich baumel genau über Huggy Wuggy, glaube ich. Egal. Oh Gott. Was war das denn gerade? Sag mal. Okay, ich muss nochmal probieren. Ich habe es jetzt hinbekommen, dass es so aussieht. Auf jeden Fall sind diese beiden Lampen am Leuchten. Und jetzt drücke ich da drauf. Oh, und hier drauf. Und, was passiert? Hier irgendwas. Da unten geht der Strom hin oder so. Da unten, ja. Da geht er hin. Okay. Und das sah so aus, als würde ich da unten Strom brauchen oder so. Okay, warte mal. Ich gehe mal wieder runter. Kann ich da unten jetzt irgendwas drücken? Guck mal, hier ist auch das lilane Band, sehe ich gerade. Und jetzt könnte ich hier reinpacken. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich mach mal rein. Guck mal, da unten ist jetzt auf jeden Fall der Strom an, aber die Maschinen arbeiten noch nicht. Okay, mal warten. Was steht da? Abonniert Kaspar? Das kann ich nicht glauben, dass das da steht. Ich will hier auf jeden Fall einfach nur noch schnell raus aus der Fabrik. War auf jeden Fall schon gruselig genug, deswegen drücke ich hier drauf. Hä? Kann ich nicht mehr. Ich dachte, ich habe jetzt die Power aktiviert. Hier ist so ein Hebel. Okay, warte mal. Hier der Hebel vielleicht. Bringt auch nichts. Der Hebel hier, da kam ich doch eben auch raus, oder nicht? Was denn hier überhaupt? Okay, niemand geht ohne Spielzeug. Muss da ein Spielzeug vielleicht rein? Oh Gott, ich hätte den Fernseher oben nicht anmachen sollen. Auf jeden Fall mega gruselig, dass der jetzt läuft. Energie! Oh Gott! Was ist jetzt passiert? Okay, jetzt geht der Strom hier anscheinend runter und... Der geht da in die Maschine rein. Aber was genau muss ich denn jetzt hier drücken, sag mal? Das weiß ich doch nicht. Das geht hier irgendwie nicht an, der Strom. So, ich habe jetzt hier alle Stromkabel verbunden und jetzt mache ich hier mal ganz kurz meine Hand drauf. So, oh Gott, was ist passiert? Da geht so ein Stromding runter. Warte mal, zeig mal und... okay, alles entspannt, da rein. Okay, und jetzt ist die Maschine... Ich konnte gerade drauf drücken. Jetzt ist die Maschine an oder so, oder was? Nee, anscheinend... Oh doch, okay, und jetzt... Oh Gott, guck mal, die gruseligen Augen. Das ist ja wie bei Weihnachtsmann und Co.KG. Wer guckt das von euch zurzeit? Sei ehrlich. Oh Gott. Jetzt fahren die Maschine los. Okay, die Dampflok fährt los. Jetzt geht die Maschine ab. Und was genau passiert jetzt hier? Ah, okay, jetzt kann ich hier an den Hebeln ziehen. Und da kommen jetzt Spielsachen raus, wenn ich es richtig verstehe. Okay, da kommen so Spielsachen raus. Hier, ja. Ein Kopf. Okay, das sieht aus wie so ein Hase oder sowas. Okay, die Maschine heißt auf jeden Fall Make a Friend. Ich habe mir das hier eben nochmal durchgelesen, was da steht. Hier steht, dass sie halt Sachen färben kann, zusammensetzen kann und so weiter und so fort. Ist von 1960, also ziemlich, ziemlich alt. Ich denke, hier kommt irgendwo... Oh Gott! Wir haben hier Betriebsstau oder was ist das hier? Ich glaube, hier kommt irgendwo... Nee, guck mal hier. Da kommen die Einzelteile raus. Auch schon gefärbt hier. Der Teddy oder was es ist, ne? Oder so... Was ist das? So ein Alien oder sowas, könnte ich mir halt vorstellen. Okay, alles entspannt. Ich frage mich halt die ganze Zeit noch, wo ist Huggy Wuggy eigentlich hin? Der muss ja irgendwie abgehauen sein oder so. Aha, was passiert hier jetzt noch? Hier werden die Sachen nochmal abgescannt oder was ist das hier? Aber ganz schön modern für 1990 oder wann das hier war. 1960... So ein Laser einfach, ganz schön modern. Und jetzt, ah, was? Ach, das war das zusammengesetzt, dann war so der finale Check nochmal. Okay, gut, dann kommt er hier raus. Und ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, muss ich mir jetzt hier das Vieh nehmen. Oh, komm mal her hier. Kann ich mir den nehmen? Ja, ich glaube, ich konnte mir den gerade, konnte ich mir den jetzt gerade nehmen. Und jetzt muss ich den, glaube ich, hier reinsetzen, da in dieses, hier in diese Pressmaschine. So, genau, in die Pressmaschine. Und jetzt, jetzt wird hier gescannt und jetzt darf ich hier weitergehen. Sehr schön. Immerhin ist es hier schon mal ziemlich dunkel. Was ist das denn? Alter. Oh, ich kann sowas nicht spielen, Leute. Okay, Huggy ist auf jeden Fall jetzt wieder am Leben. Oh Gott. Es war auf jeden Fall gerade ein Scan am Start. Und das sah so, als würde Huggy Wuggy hier gleich runterkommen. Wo lang, wo lang, wo lang? Wo lang? Why? Wo? Ich habe echt absolute Gänsehaut. Nein! Oh Gott, Digga. Junge, ich kann sowas nicht spielen, Alter. Boah, ich habe echt... Ich habe echt Probleme bei sowas, sage ich ehrlich. Also, okay, okay, also man muss auf jeden Fall vor Huggy Wuggy anscheinend abhauen. Huggy Wuggy oder wie auch immer der heißt, mir auch egal. Man muss auf jeden Fall vor ihm abhauen. Und dann muss man irgendwie da entkommen aus den Lüftungsschächten oder so, wenn ich es richtig verstanden habe. Also ich probiere es jetzt nochmal. Ich war ja schon mal, ich glaube, ich bin schon mal ziemlich gut gelaufen, aber wo genau ich hin muss, weiß ich auch nicht. Da kommt er jetzt gleich, ich laufe schon mal los, würde ich sagen. Oh Gott, das war auch gruselig, auch diese Geräusche, dass der hinter mir hinterherläuft und so. Mach auf! Ah, muss ich das jetzt noch dahin packen? Okay, ich muss hier schnell das Ding hinpacken. Oh, zack. Warte mal. Ach, jetzt, ach, ich muss das normal komplett von vorne machen, oder was? Ach, jetzt muss ich nochmal warten, bis das blöde Spielzeug fertig ist, oder wie? Hallo, Huggy, bist du da? Oh Gott, ja, okay, er ist da, alles klar, ich verstehe ja schon. Ich zieh durch. Diesmal laufe ich wirklich weg. Guck mal, da kommt er. Und ich glaube, der ist auch ziemlich, ziemlich schnell. Also, hier runter. Hier lang, ja, hier lang.
Lauf doch los. Jetzt hier lang, hier hoch. Wo jetzt lang? Hier rechts lang, würde ich sagen. Okay, nicht hier lang stand da gerade. War das jetzt gerade schon der falsche Weg wieder? Nein, hier lang. Sehr gut, hier runter. Ich glaube, hier rein. Sehr gut. Geradeaus weiter, würde ich einfach mal sagen. Nein, hier rechts lang. Ich will mich nicht umdrehen. Ich weiß ganz genau, dass der genau hinter mir ist. Runter hier schnell. Oh Gott, wo geht's hier hin? Wo jetzt lang? Oh Gott. Wo lang? Da kommt er. Nein, oh Gott, oh Gott. Nein. Ich weiß, der ist genau einen Millimeter hinter mir. Wenn ich mich jetzt umdrehe, dann war es das von mir. Okay, hier lang, hier lang, hier lang. Hier lang, hier lang, hier rein, hier rein. Hier lang. Hier lang. Okay. Wow, jetzt lang. Nein, Hagi, lass mich doch bitte. Hagi, lass mich doch in Ruhe. Hier unten durch. Irgendwo. Hagi, bitte mach doch nicht diesen Teil mit mir, Hagi. Ich war doch immer nett, ich spiele gerne mit Spielzeugen. Lauf, 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 lauf. Hier runter, komm. Sieht nach Rennsport aus, sieht nach Rennsport aus. Ja, hier runter und jetzt. Nehmen. Runterfallen lassen und wow, da kommt der runter. Oh mein Gott. Hagi. Das war's mit ihm. Komplett und besser ist es auch. Mach's gut, Hagi. Mich erholst du nicht mehr. Aber wo genau bin ich jetzt? Okay, ist das hier die verlassene Fabrik aus Poppy Playtime? Der abgesperrte Bereich? Der Bereich FSK 18 oder was ist das hier? Oh Gott, also ich sag mal ganz ehrlich, das war gerade auf jeden Fall schon gut gruselig. Vor allem, weil du die ganze Zeit gehört hast, dass das so ein Millimeter hinter dir ist. Okay, hier irgendwo lang. Okay, ich laufe aber hier rein. Okay, da nicht gehen. Auf gar keinen Fall rein hier. Zurück nicht. Egal, komm, wir gehen einfach rein. Ist das hier die Geschichte von... Guck mal, da hängt auch mein Spielzeug. Sehr gut. Ist das hier die Geschichte von Huggy Waggy oder wo? Was ist das hier? Omi, ich bin zu Hause. So sieht das ja aus hier bei der Tapete. Guck mal, das sieht so aus, als wären da so Spiegel oder sowas rechts und links, ne? Der endlose Flur oder was ist das? Kann man das hier aufmachen? Hallo, bin da. Ah ja, okay. Ach, die war doch im Fernsehen vorhin. Die war in so einem Pre-Intro im Fernsehen. Und jetzt, was ist mit der? Hallo? Ah, oh Gott! Das war's. Wir sind gestorben. Wir sind nicht aus der Fabrik rausgekommen. Verdammt! Freunde, ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall draufgegangen in der Spielzeugfabrik. Wenn es euch gefallen hat und ihr noch einen zweiten Part Poppy Playtime sehen wollt, das war sozusagen Kapitel 1. Davon gibt es auch noch verschiedene Kapitel und verschiedene Charaktere. Dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Tut mir den Gefallen, lasst gerne ein Like und auch ein Abo auf diesem Video da. Und wirklich ein Abo auf diesem Kanal, Freunde, wenn ihr euch das, dieses Video gefallen hat beim Zuschauen. Checkt eins von den anderen Videos aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Habt einen schönen Tag. Ich bin auch ganz geschockt, deswegen kann ich gar nicht reden. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Und ciao, ciao!